Hallo, heute hier am 1. Dezember 2020. Diesmal eine etwas andere Kulisse als direkt von der Baustelle. Ich stehe hier bei meinem Elternhaus. Das liegt auch in Bayreuth und es hat hier in Bayreuth tatsächlich über Nacht auch stark geschneit. Es ist sakrisch kalt, auch an den Händchen und so weiter. Und dennoch stehe ich hier ganz gerne aktuell, denn vor einigen Minuten wurden hier meine estrichbündigen Bodenkanäle zugestellt. Die hatte ich in der Vergangenheit eben bestellt, vor einigen Wochen. Da war jetzt, glaube ich, 4-5 Wochen Liefer- bzw. Wartezeit eben angekündigte Wartezeit abzusitzen und heute wurden sie eben zugestellt. Die muss ich hier auch erstmal zwischenlagern, weil einfach auf der Baustelle der Baufortschritt noch nicht so weit ist, dass ich die jetzt schon verbauen könnte. Dafür muss es ja verputzt sein und insofern muss ich die jetzt hier mal zwischenlagern oder irgendwo anders noch deponieren. Das Zeug wurde auf 3 Paletten angeliefert, wiegt 1,5 Tonnen, lässt sich nicht ganz so praktikabel transportieren. Muss ich mal zusehen. Also ich muss das dann alles auspacken und halt transportieren entsprechend. Ja, und bevor ich das jetzt hier eben alles verpacke und verfahre und erst in mehreren Wochen dazu kommen werde, das auf der Baustelle zu verbauen, wollte ich mir hier vor Ort mal ein Bild davon machen, ob da eben soweit alles komplett ist, ob da irgendwie Teile fehlen. Das lässt sich bei der Menge an Palettenmaterial gar nicht so einfach umsetzen, bei dem Platz, der mir hier zur Verfügung steht. Aber zumindest stichprobenartig wollte ich mal schauen, ob das soweit korrekt eben ist. Einfach um auszuschließen, dass da nachher große Mengen irgendwie fehlen oder sowas bei der Menge oder bei den Summen, die da im Spiel sind. Ja, macht das durchaus Sinn. Das war mit die teuerste Bestellung, die ich als Privatperson hier getätigt habe. Das Zeug ist echt sakrisch teuer, überteuert meiner Meinung nach, aber führt jetzt keinen Weg dran vorbei und das ist nun mal so jetzt erstmal. Ja, und dieses System, das ist eben sehr modular, da gibt es verschiedene Teile. Das ist jetzt in dem Fall das Unterteil. Das ist in so einer Verpackungseinheit oder die Länge in jeweils 2 Meter. Das ist hier die Bestellnummer oder die Artikelnummer dazu. Das ist halt Unterteil, wird das hier genannt, auch auf der Webseite und so weiter. Das ist, besteht aus Stahlblech, ist ein U-Profil mehr oder weniger. Also hier kann man das jetzt im Profil eben sehen. Das wird dann direkt mit so Füßen auf den Boden gestellt, bietet eben hier Platz für Steckdosen und Kabel und so weiter. Hier, das ist wirklich so ein Kabelkanal und hier kann man dann auch mit diesen Bügeln oder mit diesen Klammern hier eben diverse Steckdosen und Multimediadosen und so weiter anbringen. Dann gibt es ein Blech, das man da drüber legen kann, zumindest im Rohbau, damit man jetzt hier eben das nicht verschmutzt in der Rohbauphase beziehungsweise halt beim Estrich legen und so weiter. Und ja, später ist das aber nicht das endgültige Oberteil, das sieht eher ein bisschen dämlich aus, sondern es gibt einen zweiten Teil, nämlich das Oberteil. Das muss man separat dazu kaufen, bestellen. Das haben wir auch hier schon mal vorbereitet und ausgepackt. Das wird interessanterweise jeweils in 1 Meter langen Stücken geliefert, hergestellt, verkauft. Sieht man hier, das heißt, man braucht für ein Unterteil 2 Oberteile. Und bei den Oberteilen, da gibt es einmal die Version mit Bürste, dafür steht das B hier hinten, glaube ich. Es gibt eine Version ohne Bürste und es gibt auch eine dritte Version mit LED-Beleuchtung. Da ist dann nochmal ein LED-Streifen hier eingebaut und das wird mehr oder weniger hier draufgelegt. Da gibt es dann seitlich ein Blech, das geht senkrecht weg. Das kann man, sieht man hier jetzt in der Höhe, verstellen. Also man kann das nachher noch ein bisschen nach oben schieben. Und eben versetzen zu dieser Ebene. Und dann kann man das hier mit einem Bodenbelag belegen, Fliesen oder auch Laminat, Parkett, Vinyl, was man halt verlegt. Und kann das dann hier sozusagen einklemmen oder halt dagegen arbeiten, dass man dann eine saubere Kante hat. Und dann gibt es hier nochmal so Bürsten. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt montiert werden, muss ich nachher mal schauen. Aber auch die werden da irgendwie so angebracht. Und das bietet halt die Möglichkeit, dass man die Kabel, die da herauskommen, also zur Wand hin jeweils, wird eben diese Bürste hier angebracht und da kommen dann die Kabel heraus und dann sieht man halt nur dieses Kabel hier herauskommen und nicht den gesamten Spalt, der ja dann hier gute 2 cm breit ist. Neben diesen Unterteilen bzw. Oberteilen, da gibt es eben auch noch Spezialstückchen für die Ecken, Innenecken, Außenecken und auch irgendwie Erdungskabel und eben Klammern, um das alles miteinander zu verbinden. Das ist eben so ein ganzes System, das kann man sich auf der Webseite ganz gut ansehen und eben ja auch mit Skizzen dann vorstellen, wie das verbaut wird und aussieht im ausgebauten Zustand. Ich werde auch da sicherlich auf der Baustelle noch viele Eindrücke davon zeigen, wie man das verbaut und wie das dann fertig aussieht. Ich habe das selbst eben auch noch nicht verbaut und freue mich da, euch mitnehmen zu dürfen. Und wir sehen uns sicherlich in einem der nächsten Videos bald schon wieder. Bis dann, tschüss!